So Leute, willkommen zurück zu The Legend of Zelda Link Between Worlds. Im letzten Part haben wir den Wüstentempel hier gemacht und jetzt gehen wir mal raus aus dem Wüstentempel und hoffen, dass da irgendwo der Boss auftaucht, aber hier ist er auf jeden Fall nicht. Dann wird er wohl doch in Lowrule sein. Also der ganze Dungeon war jetzt in Hyrule und in Lowrule wartet wahrscheinlich dann der Endgegner auf uns. Also nicht der Endgegner, sondern der Boss. Ist dann okay. Hier komme ich nirgendwo an die Wand. So, dann fall gleich mal runter. Und was kommt da? Eine Blume oder eine Pflanze oder so? Eine Wüstenpflanze. Okay. Ich kann hier auf jeden Fall so die Säulen machen und dann komme ich zu dir hin gelaufen. Hä? Was? Komme ich zu dir hin gelaufen, wenn es dann irgendwie klappen würde? Und würde hier voll auf die Fresse hauen. Aber irgendwie klappt das momentan nicht ganz so. Okay, hier hin. Stehen wir mal hier hin. Falsche Richtung. Ich wollte es gar nicht. Okay, warten wir einfach mal ab, bis er vielleicht ein bisschen in die Nähe von uns kommt, der Boss, die Pflanze. So, jetzt hier hin. Und jetzt hier hin. So. Nein, schon weg. Alter, ist flink. So, jetzt aber. Endlich mal können wir zuhauen. Und ihm die Leviten lesen. Sehr fein. Okidoki. Das ist nicht gut. Er verwirft uns mit irgendwelchen kleinen Pflänzchen. Die sind uns aber relativ egal. Gehen wir etwa in die Mitte. Und jetzt zack, zack, wieder drauf, wieder drauf, wieder drauf, wieder drauf, wieder drauf. Nein. Da ist die Sandsäule verschwunden. So, jetzt habe ich hier hin. Ich glaube, es ist richtig gut, wenn man hier in der Mitte ist. Denn dann kann man die Pflanze am besten... Also kann man sie von allen Seiten angreifen. Da ist es nicht so wichtig, wo die Pflanze auftaucht, weil man halt überall relativ gut hinkommt. Und wie es aussieht, geht die Pflanze gar nicht zu den ganz hinteren Dingern da. Oh nee, komm, geh drauf, geh drauf, geh drauf. Schade. Aber jetzt bin ich hier, jetzt komme ich hier hin. Ich habe relativ viel Leben verloren. Ja, das stimmt schon. Aber das liegt eher daran, dass ich hier vom Podest falle, als dass mich... die Pflanze trifft, so jetzt hier runter. Und wieder draufhauen. Wieder schön immer auf die Fresse. Auf die Fresse, da tut's am meisten weh. So. Ich glaube, der Gegner wäre gar nicht... Alter! Ja, schubst mich halt runter. Ich glaube, der Endgegner wäre gar nicht mal so schlecht, wenn ich nicht so schnell die Taktik herausgefunden hätte, die am besten gegen ihn wirkt. Ihr seht, ich bekomme natürlich immer wieder Schaden, aber das ist halt wirklich relativ wenig, so dass man es verkraften kann. Aber er hat auch richtig... kaum habe ich es gesagt, kaum wollte ich sagen, er hat richtig viel Leben, ist er schon draufgegangen. Nun gut. Ja. Das war der Gegner hier im Wüstenpalast, beziehungsweise in Lowrule, im Nicht-Wüstenpalast, sondern irgendwo anders halt. Da bekommen wir noch ein Herzcontainer. Der Gegner, den hätte man echt schwer machen können. Dazu hätte man ausschließlich dafür sorgen sollen, dass er zum Beispiel auch auf die äußeren Plattformen kommt. Weil er ist immer nur entweder auf die oder die Plattform gegangen. Wenn ich in der Mitte gewartet habe, konnte ich so... auf jede Plattform zugreifen. Also sie haben sehr viel Potenzial bei diesem Boss verschenkt, finde ich schade, aber an und für sich muss man halt, wie sagen, war es ein relativ netter Boss. Ja, fand ich schon. So, das ist die Hexe, wie heißt sie nochmal? Nicht Hexe, sondern die Frau, junge Dame, die Hexe werden will. Nämlich die... Wie heißt sie denn? Komm schon. Sag es mir doch. Hallo! Irene, genau. Ah, Foka, der Wahrsager hat also recht. Du hast mir Glück gebracht. Pa, du hast dir ja mächtig Zeit gelassen. Was soll denn das, mich so ewig warten zu lassen? Na gut, dieses Mal verzeih ich dir ausnahmsweise. Viel wichtiger ist, dass du unbedingt auch die anderen Waisen retten musst. Jetzt steh da nicht so herum. Schnell, hilf den anderen. Aber pass auf dich auf. Ja, mach ich. Danke, dass du dir Sorgen machst, du mich, Irene. So, ich find's cool, wie alle yeah sagen. Jetzt haben wir mehr als die Hälfte. Jetzt haben wir 4 Stück von 7. Oh. Hey, Hilda. Auch in Lowrule gab es vor langer Zeit einen legendären Helden, der große Taten vollbrachte. Doch jetzt hat Lowrule keinen Helden mehr. Held von Hyrule, du bist unsere letzte Hoffnung. Aber ich bin doch auch der Held von Lowrule. Ich will in beiden Welten Ruhm und Ehre. So, wir sind wieder bei der Vogelstatue.
Ja, wir können speichern theoretisch. Aber nee, mach mal nicht. Sondern. Nee, was mache ich hier? So, wir fliegen jetzt mal hier hin. Nee, Moment. Von hier aus kommen wir nicht in den Wald, oder? Hey, Irene hier, überrascht? Ein Gemälde zu sein war so langweilig. Ich konnte mich nicht mehr mit niemandem unterhalten. Aber jetzt bin ich ja dank dir wieder frei. Danke. Das alles ist wirklich seltsam. Ich soll einer der Weisen sein? Ist etwas zu viel des Guten, oder? Obwohl ich ja immer gewusst habe, dass ich was Besonderes bin. Aber wenn ich hier schon nicht wegkomme, soll ich wenigstens mein Feger noch ein wenig helfen. Keine Sorge, der bringt dich auch ohne mich direkt ans Ziel. Ach, ich wünschte, ich könnte bald wieder zu Oma zurück. Okidoki. Cool. Maskentyp, ich sag ihm mal. Hä? Hör du? Mit so einer Maske sieht man aus wie ein Monster, toll, oder bla 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 bla. Haben wir schon mit der gesprochen? Ich spreche einfach nochmal mit allen hier. Ich weiß nicht, ob ich mit denen schon einen. Ich glaube, vorhin waren hier nur zwei. Aber irgendwie sagen die auch nichts wirklich Interessantes. So, und von hier aus kommen wir ja nicht hier in Richtung Norden, oder? Zum Wald. Ich glaube eher nicht. Da verschwende ich meine Zeit, aber ich schaue mich nochmal ganz kurz um. Nee. Gut, komme ich hier irgendwo hin? Nee. Schade, Schokolade. Dann gehen wir durch den Spalt wieder in, wo war der Spalt nochmal? Hier war der Spalt. In, nicht in, doch in das Haus der sehr modebewussten Frau, würde ich sagen. Oder schauen wir mal, was auf ihn wartet. Kein Kuss, ah, zum Glück. Nein! Lass mich bitte in Ruhe. Danke, ein Herz. Sehr nett von dir, sehr nett. Ich, hier ein Herz zurück für dich. Das war natürlich an meine Zuschauer gerichtet. No homo. Obwohl ich habe wahrscheinlich auch ein paar weibliche Zuschauer. No homo. So, homo, no homo, no homo. Okidoki, Herzogi. Gehen wir hier in Richtung Norden. Hier müsste ein Mai sein. Wir haben jetzt auch die Titanhandschuhe. Damit können wir auch zum Beispiel diese großen Felsen öffnen, wo nur Feen drin sind. Okay, jetzt nicht die Mega-Ausbeute, aber theoretisch ist das was ganz Cooles. So, jetzt suchen wir das Mai hier. Mai? Hier irgendwo. Kann es sein, dass es beim Wahrsager drin ist? Dann würde ich es aber nicht hören, oder? Oder würde ich es hören? Würde ich das? Schauen wir einfach mal nach beim Wahrsager oder bei der Wahrsagerin. Ne, hier sehe ich kein Mai. Hier sehe ich definitiv kein Mai. Oh, jetzt sind die Gegner wieder da. Jetzt sind die Gegner wieder da. Hä? Irgendwo in Bäumen also. Okay. Oder? Hä? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wo könnte das Mai Ding denn sein? Hallo Mai? Bist du hier irgendwo? Hä? Ah, da! Wie kann ich nur so blind sein, Leute? Alter, ich sollte meine Brille anziehen. Beziehungsweise anlegen. Ich hab sie schon an, ist ja auch egal. Oh, du mir... Das war richtig... Richtige Blindheit. Hier muss es irgendwo einen Spalt geben. Ah, hier gibt es erstmal eine Truhe, die ich will. Ich weiß nicht, ob ich sie will, aber ich nehme mal an, dass ich sie will. Oh, 20 Rubine, toll. Ist natürlich besser als gar nichts, aber... Ja, 20 Rubine ist jetzt auch jetzt nicht die Welt, ne? Wo gibt's denn hier einen Spalt? Gibt es hier irgendwo einen Spalt, Leute? Spalt? Du irgendwo? Spalti? Gibt's hier im Wald überhaupt einen Spalt? Muss ja geben, weil sonst komme ich ja nicht nach Lowrul, beziehungsweise in den Lowrul-Wald da rein. Oh komm, lass mal in Ruhe, ihr seid... Ah, hier! Ha! Okay, ich hätte nur ein bisschen weiter nach Norden gehen müssen. Und dann wäre ich schon hier angekommen, im Waldilein. Mal schauen, was Hilda uns zu sagen. Foka, Held von Hyrule. Dort liegt der Skelettwald. Anders als den Wald in deiner Welt umgibt ihn eine böse Aura.
Du willst Kreaturen begegnen, die schrecklicher sind als alles, was du bisher gesehen hast. Dort wartet ein Weiser mit gutem Herzen auf Rettung. Nimm all deinen Mut zusammen und rette ihn. Dies sind die Worte von Hilda von Hyrule. Okay. Kann es sein, dass der Wald irgendwie noch stärker ist als alles andere bislang, weil sonst hat sie nie irgendwo gesagt, so, hey, hier wartet irgendwie was mega Hartes auf dich. Wisst ihr was, Leute? In diesem Part haben wir ja theoretisch den Boss des Sand Dungeons gemacht. Das heißt, ich werde mich hier erstmal ein bisschen umschauen. Jetzt nicht mega unnötig, einfach nur die Zeit verplempern. Aber wir schauen mal hier, was es auch im Süden gibt, weil es könnte ja sein, dass hier irgendwas ist. Los. Ah, von hinten. Von hinten machen es die Ganoven. So. Okay. Da ist irgendwo ein Mai-Mai. Da ist ein Mai-Mai. Hey, Mai-Mai. Das ist ein Herzteil. Da ist ein Erzteil. Da kommen wir aber ganz locker ran. Okidoki, danke für das Herzteil. Noch drei weitere und wir haben wieder ein... So, jetzt muss ich fast rüpsen. Und wir haben wieder einen Herzcontainer komplett. So, jetzt hatte ich Schluck auf, Alter. Was ist mit mir los? So, was gibt's hier? Ein paar Bomben-Dombies. Hallo Bomben-Dombies, wie geht es euch Bomben-Dombies, Bomben-Zyklopen? Ihr verbreitet hier echt eine Bomben-Stimmung, Leute. Oh, ganz viele Skelettköpfe. Geht weg, ihr Köppis. Köppis! Oh, Alter, macht da viel Schaden. So. Hätte ich das blaue Gewand nicht dann, wäre ich jetzt schon ein bisschen mehr verletzt. Also so rein seelisch. Komm, geh weg. Ich hätte eigentlich erwartet, dass das Mai-Mai hier ist, aber das ist eher hier. Nein, ich will es ja nicht ziehen, sondern hier runterploppen lassen. Danke. Das, wie vielte Mai-Mai? Das 47. Okidoki, Herzoki. So, ne Biene. Mach ne Fliege, du Biene. Zack. Hier ist ein Apfel. Da. Hä? Okay. Was hat mir jetzt gerade das ganze Leben aufgeheilt? Den Apfel habe ich erst später gegessen. Die Gegner sind hier echt ein bisschen zäh. Da freue ich mich, wenn ich dann das zweite Master Erz habe, um mein Master Sword zu verbessern. So, dankeschön. Da ist mein Mai. Da ist ein kleines Mai Mai. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ein kleines Mai Mai. Kleines Mai Mai will nicht sterben, denn es will weiterleben. Oder sowas, weiß ich. Wir haben fast die 50 komplett, damit haben wir fast die Hälfte. So, ich werde dann wahrscheinlich noch ein Part machen, wo ich die restlichen Mai-Mai suche, wenn es mir denn möglich ist, alle zu finden, wenn wir mal die ganze Welt erkundet haben und so, Leute. Und so, Leute, und so, Leute, und so, Leute, und so, Leute. Und so läuten wir das Zeitalter der Mai-Mais ein. Nicht der Mayas, sondern der Mai-Mais. Die Mai-Mai sind eine sehr bedrohte Gattung, die... Was? Ja, okay, scheiß drauf. Da war wahrscheinlich nichts. Ist hier was? Hier geht's wieder in den Wald rein. Aber ich will mich erstmal ein bisschen außerhalb des Waldes umsehen, bevor ich in den Wald reingehe, meine lieben Damen und Herren. Meine sehr geschätzten, werten Damen und Herren. Also, ich mag euch wirklich sehr, denn ihr seid Damen und ihr seid Herren. Hallo, kleiner Flugsaurier. Du bist tot. Und da ist ein Mai-Mai. So. Ich schau mal, wie viel mir hier fehlen. Oh, noch 4 Stück. Ich dachte, ich hab schon ziemlich viele. Aber wie es aussieht, gibt's hier noch viel, viel mehr. Alter, die Pflanzen halten echt viel aus. Kann das sein? Kann das sein? Es kann sein. Es kann in der Tat sein. So ist es, so steht es geschrieben, dass sie ziemlich viel aushalten. Das ist wieder so ein Flugsaurier. Was will der? Was willst du von mir, böse Flugsaurier? Oh, stimmt, das sind Hühner. Kann ich da aufs Dach landen? Schauen wir mal. Hey! Ich muss irgendwie... Ich komm... Wo komme ich denn hier hin? Wo komme ich hier hin? Wo komme ich hier hin? Was ist der Sinn? Was ist... Ah, hier, Dingens. Rosso. Rossos Häuslein. Da ist, wie es auch sieht, auch einer der Weisen. Kann das sein? Is it possible? It is possible. Aber gut, Rosso interessiert uns nicht. Stirbschild. Oh, stirb Rabe. Stirb, Flummel, Dummel. So, wir gehen schnell wieder zurück.
in die Welt von Lowrul. Denn da haben wir noch einiges zu entdecken. Also in diesem Part werden wir auf jeden Fall bis zum nächsten Dungeon vorspielen. Je nachdem, wie viel ich aufgenommen habe, werde ich vielleicht sogar ein bisschen vom Dungeon machen. Aber so wie ich das sehe, wird das glaube ich gar nicht nötig sein. So, ich gehe da nochmal hin, denn ich will das eine Herzteil holen irgendwie. Also aufs Dach komme ich auf jeden Fall nicht. Gibt's hier? Hier gibt's noch eine Plattform. Da kann ich's besuchen. So. Ah! Oh, ich hab's geschafft. Ich dachte, ich schaff's nicht. Okay, danke schön. Sehr schön. Huhn, hau ab. Böses Dark Chicken. Chicken des Bösen. Böses Chicken, stirb. Evil Chicken. So. Nächstes Mai Mai. Alter, uns fliegen die Mai Mais echt um die Ohren. Das ist echt ziemlich ohrenfluglastig, wenn ihr versteht, was ich meine. So, das ist fast eine orale Vergewaltigung. Ihihihi, wie witzig. Was für ein geiles Wortspiel. Überhaupt nicht, aber gut. Stirb. So. Hier kann noch was sein. Ne, ist nix. Haben wir damit alles erkundet hier? Scheint mir so. Es scheint ziemlich hell. Das Licht in meine Augen. So, jetzt sind wir wieder im Wald. Jetzt suchen wir den Dungeon. Skelettwald. Skelettovaldo. Skelett. Ceres. Hey, Ceres. Okay, wenn wir darüber könnten, dann müssen wir den Dungeon gar nicht machen. Oh. Stimmt. Den Skelettwald gab es ja schon mal in A Link to the Past. Also sowas ähnliches. Und da gab es auch mehrere Eingänge. Hier bin ich reingekommen, ja. So. Mir scheint fast so, als ob ich nach Hyrule gehen muss und von dort irgendwie in den Wald kommen muss. Kann das sein? Ich schaue mich nochmal ganz kurz ein bisschen um. Hier komme ich definitiv nicht durch. Nee. Hier komme ich noch längs. Hier ist eine Höhle. Vielleicht in der Höhle liegt was verborgen. Ein Typi. Endlich Rettung! Nur ein verirrtes Kind, wie nervig. Wahrscheinlich bist du voller Tatenfreude in den Wald gestolziert und jetzt findest du nicht mehr raus, stimmt's? Bei mir ist das anders. Ich find's bloß zu nervig, wieder zurückzugehen. Nur darum bin ich noch hier. Sag mal, Kleiner, hättest du vielleicht Interesse an einem Schatz? Den habe ich selbst gefunden, als ich hier im Wald herumspaziert bin. Für 888 Rubine gehört er dir. Los, entscheide dich schon und nerv nicht rum. Ja, nehmen wir mal. Muss hoffentlich was teuer sein. Du hast gar keine leere Flasche. Du nervst unglaublich. Mach eine Flasche leer und komm wieder. Okay. Dann nehmen wir mal kurz die Flasche hier. Komm her, Fee. Danke. Was gibst du uns jetzt? Blablabla, einverstanden. Du hast eine goldene Biene erhalten. Sie glitzert gar prächtig, sieht aber auch gefährlich aus. Danke. Du kaufst einem Fremden einfach irgendwelche Sachen ab, bist du ja ziemlich unerschrocken. Du solltest nicht so ein Vertrauen in die Leute haben, sonst kann es schnell nervig für dich werden. Für ihn ist ziemlich alles nervig. Aber danke, mit der Biene hast du mir echt geholfen. Dankeschön. Jetzt muss ich keine mehr suchen, sondern kann sie diesem Sumsum-Mann da geben. Ihr wisst schon, aus Hyrule. So, hier ist nur ein Mai Mai. Alter. Ich glaube, wir müssen echt nach Hyrule zurück, um hier, ihr wisst schon, ne, was ich sagen will, um in das Dungeon zu kommen. Scheint mir fast so. So, ich könnte mir ausschließlich noch vorstellen, dass hier irgendwo ein Weg ist. Ah, hier war ein zweiter Eingang, oder? Hier war ein zweiter Eingang, den habe ich gesehen. Aber ich dachte mir so, ich will erstmal alles. Hier war der zweite Eingang, ja. Und da braucht den genau die Titanhandschuhe. Brauche ich dafür. Dann habe ich noch ein Mai Mai. Sehr schön, danke dafür. So, geht alle drauf. Komm, geht einfach drauf. Ey, komm, geht einfach drauf. Seid so gut und geht drauf. So. Also die goldene Biene haben wir schon mal. Das ist super. Das freut mich ehrlich gesagt. Hätte nicht gedacht, dass er uns die gibt. Sehr netter Typ. Normalerweise könnte er die auf dem Schwarzmarkt für deutlich mehr Geld verscherben. Aber soll mir recht sein. Meine Damen und Herren. Ich glaube, so kommen wir tatsächlich zum Dungeon, oder? Ja. Da ist der Dungeon. Und hier ist die Vogelstatue. So. Ein Wetterhahn. Okay, speichern wir mal ab. Ich würde sagen, ich gehe noch nicht in den Dungeon rein, sondern ich schaue einfach, was ich bekomme von dem Typen, wenn ich ihm die goldene Biene aushändige. So.
ich gehe erstmal hier lang, um zu schauen, was hier so Feines ist, ne? Hier ist aber irgendwie gar nichts Feines. Scheint mir zumindest so. Okay, dann fliegen wir irgendwo hin, wo es ganz viele Dings gibt. Hier Zeitportale. Ja, komm. Laber nicht immer so viel. Labert echt zu viel. Dann gehen wir ganz kurz hier Dingens. Noch irgendeines der Zeitportale. Wenn ich denn jetzt auf die Schnelle eins finde. Da rechts ist eins. Okay, gehen wir durch das rechte. Ich hab sonst keine Ahnung. Hier ist irgendwo ein Maimai, oder? War da nicht ein Maimai? Ja, da war ein Maimai. Sehr gut, haben wir denn hier alle Maimais? Also, ich, falls ihr nicht wisst, was ich tue... Ja, wir haben hier alle Maimais. Ich gehe jetzt nach Hyrule zurück, um dem Bienentypi da die goldene Biene zu geben. Also im Skelettwald. Und hier hatten wir alle Maimais. Hier fehlt mir ein Maimai. Ist das vielleicht sogar hier? Wäre witzig, wenn es auch hier wäre. Tatsächlich, jetzt haben wir hier auch alle Maimais. Sehr gut. Hier in Hyrule fehlen uns fast überall nur noch ein Maimai. So, jetzt gehen wir dahin nach Kakariko. Oh, hör doch auf, mit mir zu reden, Irene. Ich hätte dich echt nicht befreien sollen. Aber nun gut, sei es jetzt drum. Ja, komm, such mich auch hier das Maimai. Und dann gehen wir links dem Bienentypi. Nämlich, was ab? Die goldene Biene natürlich. Mach ne Biege, du Biene. So. Die Frage ist, wie weit betreten? Oh! Hey, das ist ein Dimensionsloch. Wo führt uns das hin? Vielleicht zum Secret? Zum Secret? Secret, Secret, Secret. Ja, nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Gehen wir wieder zurück. Ich dachte, da wären Secrets. Schade, schade, Schokolade. Aber immerhin haben wir noch ein Dimensionsportal gefunden. Falls wir die brauchen, um die 100% zu vervollständigen, werde ich sicher froh sein darum. Da, da oben ist ein Maimai. Ich bin mir relativ sicher, dass da oben ein Maimai ist. Deswegen fliege ich da mal mit dem Huhn hin. Wenn das überhaupt klappt, komm. Ei, geh weg, Huhn. Sehr schön. Ha, wie geil. Damit haben wir in Kakariko auch alle Maimais. Jetzt gehen wir zu dem Bienentypi. Da war er. Und wir können ihm endlich die goldene Biene aushändigen. Mal schauen, was wir dafür bekommen. Billig wäre es, wenn wir 100 Rubine bekommen. Da summt mich einer. Eine goldene Sumse. Ich hätte nicht gedacht, dass ich je eine Summe summen hören würde. Du hast ein Wunder vollbracht. Ich weiß gar nicht, was ich sumsen soll. Ihr güldener Glanz, ihr seidenes Fell, ihr süßlicher Duft, ihr liebliches Sumsen, die perfekte Sumse. Ich bin jetzt 50 Jahre alt, aber so einen glücklichen Tag habe ich noch nicht erlebt. Nimm das hier als Zeichen meiner Sumsigkeit. Ein Herzteil, oder? Du hast das Bienenabzeichen erhalten. Ab jetzt sind Bienen deine Freunde. Wenn du dieses Abzeichen trägst, sind alle Sumsen deine Freunde. Du wirst nie wieder gestochen. Damit dürfte die Sumsenjagd noch leichter fallen. Ich werde mein Leben natürlich auch weiter im Sumsen widmen, weiterhin auf Gutes zusammen. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Ja, toll, sind die Sumsen nicht mehr meine, also die Bienen nicht mehr meine Feinde, aber die waren eh nie ein großes Problem. Mal schauen, wenn wir eine finden. Finden wir hier zufällig gleich mal eine? Komm schon. Wo seid ihr Sumsen hin? Tauchen die vielleicht gar nicht mehr auf? Ich weiß das nicht. Auf jeden Fall würde ich sagen, ich beende den Part. Wir sehen uns dann in Lowrule vor dem, also im Skelettwald, vor dem Dungeon wieder im nächsten Part. Wenn ihr dabei sein wollt, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dahin, meine lieben Freunde, man sieht sich. Schönen Tag noch, alles Gute und tschüss.